jetzt gehen wir, ach, da hinten ist die Sonne. Ich glaube, das hätte ich lieber andersrum machen sollen, ne? Hallo, ihr Hübschen. Jacko und ich sind am Kanal. Yuppie. Und der Lümmel. Ich sag mal, kleines Lümmelchen, wenn er nicht mitkommt. Ist hier an der Leine. Jawohl. Sieht ja nicht schön aus. Das ist auch ein toller Ausblick. Da hinten. Und so, huch. Huch, mal kurz drehen. Rückwärts gehen? Nein. Rückwärts gehen. Nein, vorwärts gehen. Das ist, kommt mir, das kam mir die ganze Zeit, das Lied. Vorwärts gehen von Mary Rose. Und das höre ich mir daher nochmal an. Ich finde das schön. Und ich habe mir gerade gedacht, also ich bin von meinem Schatzi nämlich nach Münster gefahren jetzt. Und dann hat Jacko angefangen zu jaulen, wo wir am Kanal vorbeigekommen sind. Schon, also da hinten. Der Kanal ist ja lang. Und ich habe gesagt, nein, Jacko, wir müssen jetzt nach Hause. Wir haben noch was im Auto drin, was im Kühlschrank gehört. Und dann kam ich aber hier vorbei wieder. Also noch weiter, der Kanal ist ja lang genug, ne? Und habe mir gedacht, naja gut, dann gehen wir jetzt hier eben kurz spazieren. Die Sonne scheint ja auch so schön. Und danach werde ich, nach Hause fahren und die Sachen in den Kühlschrank bringen und so. Und gucken, wie es weitergeht. Und schauen, nicht schauen, da parken, wo ich immer parke, auf meinem Parkplatz. So viel dazu. Was wollte ich noch erzählen? Keine Ahnung. Ich bin glücklich, Leute. Und die Sonne scheint wieder und bald werden die Bäume wieder schön grün. Haben wir auch ein bisschen Schatten hier. Ansonsten gehe ich jetzt ein bisschen hier am Kanal lang. Noch mit Jacko. Könnt mich gerne begleiten, sozusagen. Jacko, guck mal da um den Baum. Der will schon wieder um, also der will, ich sag dann immer, wenn er um den Baum geht, also mit der Leine, ne, sag ich immer, um den Baum, funktioniert. Oder um den Ast, sag ich schon. Um den, wie heißt es denn nochmal? Ach, ja, um den Pfosten. Wenn er da mal auf der anderen Seite eines Pfosten ist, dann sag ich das auch. Oh. Jacko macht großes Geschäft. Gucken, ob wir jetzt reich werden. Hey, Jacko? Ja, doch nicht. Keine gute Stelle, weitergehen. So, so. Und da hinten kommt ein Schiff. Huch, warte mal so. Ach, mein Arm wird auch ein bisschen schwer. Jetzt kann ich was sehen. Ihr könnt was sehen von da hinten, guck mal. Kommt gleich näher, also oder wir kommen gleich näher. Oder ich gehe gleich näher. Ein Transportschiffchen. Kanal. Ja. Die Jürgensburg. Da kommt die Jürgensburg. Jacko, komm. Da kommt die Jürgensburg, guck mal. Warte doch mal, Jacko. Da. Das ist die Jürgensburg. Ist das nicht schön? Das Ding ist auch ganz schön lang, ne? So. Das ist das Ende. Mit Auto drauf. Also das mit den Autos immer auf den Schiffen, ne? Da denke ich immer, wie kriegen die das Auto da oben drauf? Natürlich wahrscheinlich mit Kran oder so, keine Ahnung. Aber ja, ich hätte Angst um mein Auto, wenn ich das Auto da irgendwie da rufschiffere. Keine Ahnung. Ja. Oder man fährt da irgendwie mit ein paar Balken hoch, keine Ahnung. Habe ich noch nie gemacht und möchte ich auch irgendwie, denke ich gar nicht darüber weiter nach, sonst fahre ich noch ins Wasserchen, auf so ein Boot, auf so ein Schiff, wie auch immer. So, und Jacko und ich gehen gleich mal wieder zurück. Ah, mein Arm wird auch schon langsam schwer hier, der hier. Ah, ja, mit so einem Stativ, also so ein Dings, also Handy-Dings, wäre das ja natürlich angenehmer und besser und ich würde auch nicht die ganze Zeit so wackeln. Ich gebe es zu, Leute. Aber wenn ich das mache mit diesem Handy hier oder
diesem Handy hier, was ich damit, womit ich filme. Da müsste ich das immer aus meiner Hülle holen. Und das habe ich keine Lust drauf, Leute. Das tut mir ja sehr leid. Also wackelt es jetzt hier. Ich wackel, wackel, wackel. Und es ist schön. Die Sonne scheint. Und die Bäume sind auch so schön. Ich liebe das hier. Ich liebe es hier so. Und ich fange auch schon an zu schwitzen. Ja, ich glaube, nicht so an zu schwitzen. Ich glaube, ich bin jetzt noch etwas zu dick angezogen. Weil die Sonne gibt ja auch irgendwann Wärme ab. Aber ich bin ja auch so eine kleine Frostbeule. Zwischendurch. Trotz alledem denke ich mal, dass ich nicht demnächst, sondern bald ein bisschen weniger anhabe. Und dass die Sonne dann auch schön die Wärme abgibt. Und dass es sowieso schön wird. Also ich meine, wärmer als es schon ist. Wer weiß. Vielleicht kriegen wir ja noch im Oktober, sag ich schon. Vielleicht kriegen wir ja noch im April jetzt auch noch Schnee. Man weiß es nicht. Also ich meine, zu Ostern gab es ja schon Schnee in Rostock, wie ich gesehen habe. Also ich meine, oben in Richtung Berlin hat es ja richtig schön geschneit und da hatten die wohl 10 Meter Neuschnee oder wie, habe ich das gehört oder gelesen. Zwischendurch habe ich ja doch mal, nicht zwischendurch, sondern wenn ich bei meinem Schatzi bin, dann gibt es halt Fernsehen, Leute. Dann sieht man auch zwischendurch die Nachrichten, was so in der Weltgeschichte los ist. Sonst gucke ich das ja oder sehe ich das ja natürlich immer irgendwie, ja, bei Facebook oder so. Ah. Aber das lese ich ja auch nicht immer so ganz so gerne, weil dann scrolle ich lieber weiter und nehme das Schöne halt, so schöne Videos, so wie das hier. Ich finde, das ist schön jetzt, Leute. Es ist so schön und ich drehe mich jetzt auch gleich um, weil wir hier wieder zurückgehen. Nur mal so zur Information. Ne, Jaco, wir gehen jetzt wieder zurück. Wir sind weit genug gelaufen. Wir schenken da am Baum. Eine Suche an uns wahrscheinlich. Komm jetzt mit, was soll denn das? Was guckst du denn da? Was gibt's denn da? Der sieht irgendwas, was ich noch nicht sehe. Keine Ahnung. Jaco! Komm! Ich zieh dich. Ich zieh dich mit! Guck mal, wie schön blau der Himmel ist. Sowas aber auch. Was hängt denn hier raus? Oh oh. Hund entlaufen. Sheila ist bei Weige. Und wann ist sie entlaufen? Steht kein Datum bei. Doch, das kann man noch nicht mehr erkennen. Guck mal hier, die Suchannonce. Das ist ein bisschen wegen dem Regen hier. Es sieht nicht mehr so schön aus, Leute. Dann könnte man das besser erkennen. Und ich weiß auch nicht, ob das kleine Weibchen hier geschippt ist. Sonst wäre es bei Tasso gemeldet. Tasso ist eigentlich ganz gut. Jaco ist auch bei Tasso gemeldet. Dann kann man nämlich bessere, also finde ich zumindest, Aushänge machen. Die haben immer so Vorlagen dafür. Und ja, wie auch immer, auf jeden Fall kann man das nicht. Oh, wie sieht das aus hier? Am 18.11.2017 entlaufen. Wahrscheinlich irgendwie aus dem Garten raus oder so. Aus Versehen, wie auch immer. Oder was auch immer. Oder doch. Sehr schade. Ja, wenn ihr mal die Sheila, ich glaube Sheila, wenn ihr die mal vielleicht irgendwo in Münster seht, sagt der hier Bescheid. Der Familie. Sheila ist zurückhaltend. Eher scheu und lässt sich von Fremden nicht anfassen. Bitte und unternehmen Sie keine Einfallversuche. Melden Sie sich jede Sichtung bitte umgehend. Ja. Sie ist ca. 50 cm groß und sieht so aus. Kann man das erkennen? Naja. Sehr schade. Also ich meine, auf jeden Fall ist sie seit November wohl verschwunden. Vielleicht ist sie auch schon wieder zu Hause, ich weiß nicht. Könnt ihr mal anrufen und fragen. Aber naja, wir hoffen, dass sie dann bald wieder zu Hause ist. Oder schon zu Hause ist. Man weiß es nicht, weil wir haben ja jetzt schon April, ne? November, Dezember, jetzt ist schon fast
Ja. Ne, Jacko, du bleibst schön bei mir. Sonst hole ich dich wieder. Ich hole meinen Jacko immer wieder. Und außerdem kommt er ja auch wieder. Ich meine, ich brauche eigentlich nur das Auto anmachen. Dann hört ihr das, ne, Jacko? Dann kommt er wie, kommst du wieder. Wobei, Jacko ist ja auch, ich nicht Jacko, eigentlich ist er nicht weggelaufen, sondern ich war einfach zu schnell. Also ich hatte den nicht hier am Kanal, sondern woanders am Kanal. Bin ich mal spazieren gegangen. Vor ein paar Jahren, Jahre, und habe ich den auch immer freilaufen lassen, weil er den Weg ja kennt und alles ist gut. Ja, und dann, oh, da unten steht eine Flasche Bier. Naja, auf jeden Fall hat Jacko dann gedacht, Frauchen ist wieder nach Hause gefahren, weil ich mit dem Fahrrad gefahren bin, ne? Und, ja, und ich bin dann hin und her am Kanal gefahren, weil wir am Kanal spazieren waren. Und ja, er war schon zu Hause. Er war schon zu Hause. Sogar vor der Wohnungstür, weil die Nachbarin ihn reingelassen hat. Und ich schrie rum und nicht nur rum, sondern ich habe die Passanten alle gefragt, haben sie den Hund gesehen? Ja, da war Jacko schon schneller zu Hause als ich. Und hat auch Glück gehabt, dass er. Nee, dass er einfach. Ja, dass er einfach nach Hause gekommen ist, ohne dass ein Auto ihn erwischt hat. Jacko, du bist ein schlauer Hund. Immer nach Hause. So, wir gehen jetzt hier weiter. Da kommen noch ein paar Hunde. So, was aber auch. Das war unsere Hunde-Runde. Schickulein! Auf deine Seite. Hatten die keine zwei Hunde gerade? Oder war ich blind? Ich dachte, ich hatte zwei Hunde gesehen. Jetzt nur ein Hund. Keine Ahnung. Huh. Vielleicht waren zwei Hunde und der andere ist woanders lang gegangen. Okay. Na, Jacko, komm her. Weitergehen. Komm, geh mal auf deine Seite. Ich mach hier so. So. So, das war unsere kleine Hunderunde. Wir gehen ja sonst immer eine halbe Stunde bis eine Stunde, vielleicht auch mal länger. Aber ich habe ja was im Auto, was im Kühlschrank gehört. Und wir sind ja schon ein paar Stündchen, Minütchen. Oben die Beine. Das geht ja auch wunderbar. Unterwegs. Schon vorbei. Ja. Und wie gesagt, bald gibt es keine Videos mehr von mir. Nein, doch. Scherz, Leute. Nur ich mache jetzt, ich produziere ein bisschen vor, ne? Ich mache ein bisschen Vorarbeit und lade das jetzt bis Ende April hoch. Alles, damit ihr was zu sehen habt. Was, damit ihr ein bisschen Spaß an mir habt oder nicht, oder wie auch immer. Ihr könnt euch selbst entscheiden, ob ihr das anschaut oder nicht. Und, also ich habe Spaß daran. Und gerade hier so. Tut mir auch leid, dass ich demnächst kein Internet mehr habe, aber ich mache ein Sabbatjahr, Leute. Ich werde euch darüber berichten. Vielleicht werde ich ein paar Videos dazu auch machen. Und das dann irgendwann nach dem Sabbatjahr oder Sabbatmonaten. Ohne Internet und so. Euch hochladen und zeigen oder zwischendurch, wer weiß, es kommt manchmal so anders, wie man denkt, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich viel zu tun, werde meine Wohnung auf Hochglanz bringen, meine jetzige, meine neue natürlich dann später auch, meine neue schöne Wohnung, die in meinen Kopf schon, wo ich in mein Herz schon eingezogen bin, naja. Wir werden sehen. Ja, und mein Schatzi, der kriegt immer zur Zeit auch was auf den Kopf. Ja, erhöht ja irgendwie das Denkvermögen. Naja, er hat sich heute Morgen den Kopf gestoßen. Und vor ein paar Tagen auch schon. Ja, ist halt so. Kommt schon mal vor.
Nun ja, jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit. Lasst euch nur gut gehen. Ich habe es mir hier gut gehen lassen. Ich gehe jetzt noch nach Hause, bis zum Auto und dann nach Hause. Und dann sage ich nur Tschüsschen.